Darf ich dir vorlesen, Hamlet? Weil es wäre jetzt die Zeit, meine Damen und Herren, dass ich mich wandle vom Fernsehkasperl zum ernsthaften Schauspieler. Kasperl zum Krokodil. Ja, aber willst du es jetzt lesen, oder was? Ja. Ist es jetzt da vor den Schau ein bisschen, die erste Szene. Was haben wir denn da für Notizen gemacht? Ich hätte fangen schon einzuschlafen. Du schlagst Hamlet auf. Na, sag du mir, du bist der ernsthafte Schauspieler. Pass auf, wenn du jetzt, Hamlet spielst, fang ich zum Rauchen. Oder willst du eine Zigarre? Zigarre? Zigarre, die Beukeler, Prinzenrolle, die groß. So. Erster Akt. Erster Akt. Erster Akt. Was machst du? Ich mache einen auf Regisseur. Die grunzen immer so, oder was? Ja. Man weiß aber nie, ob es ein Zeichen der Zuneigung oder der Ablehnung ist. Der Verachtung. Ach, Verachtung. Hol mir einen Kaffee. Erster Akt, erste Szene. Terrasse auf der Burg zu Helsingör. Bernardo und Francisco treten auf. Zwei Wache. Zwei Wachen. Ich hab das N nicht gesehen. Ich muss mich entschuldigen. Warte, das N. Ich hab das N nicht. Jetzt hab ich das N nicht gesehen. Ein stummes N, oder was? Francisco Bernardo sind nicht wach, sondern wachen. 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 Die bewachen das Schloss. Ja, also pass auf, hör zu. Der Erste sagt, wer da? Wer da? Wer da? Der Bernardo sagt, warte mal. Wer da? Na, oder? Das ist schwierig, ist aber wirklich schwierig. Nein. Wer da? Wer da? Achso, mit Hu. Nein, nicht mit Hu. Na ja, na, also. Hu, wer da? Mit innerlichen Hu. Wer Hu da? Nein, wer da? Also, Emotion. Also, du bist ja Wache. Ja, du bewachst das Schloss. So ist es schon. Die rosa lila Villa da. Und. Nein, und da schleicht wer rum, weißt du? Schleicht wer rum? Wer da? Wer war? Ich tritt auf und sag. Ach so, darf ich das sagen? Was? Pass auf, ich tritt auf und sag. Wer da? Da schleicht wer rum? Wer schleicht da rum ist besser. Ich sag, ich schon umgeschrieben. Nein! Wer schleicht da rum? Hey. Du kannst Shakespeare umschreiben. Wieso nicht? Das heißt, wenn er wollen hätte, dass du sagst, wer schleicht da rum, hätte es reingeschrieben. Naja, der hat mich nicht kennt. Der hat nicht gewusst, dass ich das, das sagen will. Ich glaub, wenn er nicht kennt, hätte er das gar nicht geschrieben. Wer da? Schwierig. Wer da? Naja. Nein. Du musst das Stück, weißt du, das Stück beginnt, weißt du, der Vorhang geht auf, du musst es gleich anreißen. Ich muss anreißen, jetzt reiße ich an. Wer da? Pass auf, ich tritt auf. Gleich, weißt du, was ist das? Da reiße ich, tritt ich auf und da mache ich, wer da? Da reiße ich an. Wer da? Ist ein historischer Stoff. Da war schon lange keiner mehr da. Aus dem Schlafzimmer vom Fakas noch. Du, das soll wer anderer spielen. Das wäre da. Das ist mir zu schwierig. Ich spiele besetzt. Tobias Moretti, mit dem würde ich gerne spielen. Toller Schauspieler. Am Burgtheater. Am Burgtheater. Tobias Moretti macht wer da. Der spielt Faust. Ja. Bei uns spielt er wer da. Wenn er jetzt wer da spielt. Der sagt dann nicht wer da, der sagt dann, na wo ist er? Ach, darum spielt er einen Faust wegen einem Pudel, ne? Also sag du, wer da? Sag schnell, wer da? Ich bin der Francisco jetzt. Der Francisco. Bereit? Ja? Wer da? Nein! Was sagst du? Nein! Spiel erst wieder einen Trottel, erst, weil wenn der Nein sagt, ist er ja da, ne? Da kann er ja nicht Nein sagen. Ach so, das geht weiter, pardon. Nein! Noch nicht aus, nein! Nein, Entschuldige. Nein, Antwort erst mir, du mir. Erst du mir, du. Du mir, erst du. Na, geh, schlag dich! Jo, das ist aber auch schlecht geschrieben, das muss man. Antwort du erst mir steht da. Antwort du. Ah, nein, das ist. Das ist grammatikalisch nicht richtig. Nein, das ist nicht richtig. Antwort du. Nein, das ist wegen am Versmaß. Bitte? Wegen am Versmaß. Was, Versmaß? Wegen des Versmaßes. Das ist. Nein, das Ganze ist geschrieben in einem sechsfüßigen Jambus. Bitte?
Das ist ein sechsfüßiger Jambus. Sechsfüßiger Jambus? Ja. Sind die nicht ausgestorben? Ich glaub, ist doch der Komet gekommen und das sind alle... Nein, das ist ein Metrum. Schau, das ist die erste Silbe betont, unbetont, betont, unbetont. Betont, unbetont. Wer da? So. Wer da? Nein, Antwort, du erst mir. So ähnlich, ja, so ähnlich. Stehen in dich selbst. Bitter kalt ist, bitter kalt ist. Bitter. Lang lebt der Kö. Nicht. Was? König. 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 König? Ist ein Ich. Bei ich, König? König. Und König. Sie ist die Königin, oder was? Ja, sie ist die Königin, aber es ist der König und der Honig. Und es ist schleimig. Und es ist, ja, Entschuldigung. Jetzt muss man sagen. Ich überlege gerade, warum die so komisch reden. Das ist irgendwie deppert. Was? Aber wegen einem Vielleicht sind das Ausländer. Das sind Ausländer, Thomas. Nein, das sind keine Ausländer. Wer da? Nein, antwort du erst mir, bitter kalt ist. Das sind Ausländer, die kennen nicht Deutsch. Das sind Türken, das hat er verdirrt. Das sind Gastarbeiterwachen. Nein, das sind keine Gastarbeiterwachen. Nein. Das hat er für Türken geschrieben. Hör dir das an. Wer da? Nein, antwort du erst mir. Steh, nenn dich selbst. Bitter kalt ist. Das ist kein Ausländer, ist es. Lang lebt der Kebab-König, der Hoster. Verunglimpfung. Nein, pass auf, dann würde das ganze Stück aber Prinz Hümlüt heißen. Ich bin Hümlüt. Der Prinz von Dönermark. Von Dönermark. Dönermark. Hey, hast du gesehen, Ophelia ist scharf mit alles. Jetzt weiß ich wieder, was ich da reingepickt habe. Ich weiß, warum du nur bis Seite 2 gekommen bist. Ja. Ein schöner Charakter, kann man nichts sagen. Ja. Beide Charaktere, sehr schön.